Der Kuhlengräber heißt erneut alle verlorenen Seelen willkommen, die sich auf den Friedhof verirrt haben, wo der Glaube an die Menschheit verbuddelt liegt. Eigentlich hatte der Kuhlengräber vor, in diesem Video eher gemütlich zwischen Bilanz zu ziehen und vielleicht das ein oder andere Anekdötchen privater Natur preiszugeben. Prinzipiell hätte sich das ja fast wie Urlaub angefühlt, so ganz ohne Dulli-Videos vorher anzugucken. Allerdings wurden diese Pläne eiskalt durchkreuzt. Der Kuhlengräber ist sich noch nicht sicher, ob der Zeitgeist oder der YouTube-Algorithmus die Schuld daran tragen oder ob der Kuhlengräber jetzt endlich seinen ersten Internet-Erzfeind hat. Er erklärt deshalb vorsorglich gleich allen zuvor genannten den virtuellen Krieg. You realize this means war. Um auf Nummer sicher zu gehen. Der YouTube-Algorithmus hängt auf jeden Fall mit drin. Der ist ja schließlich schuld daran, dass der Kuhlengräber das Video, den sprichwörtlichen Stein des Anstoßes, überhaupt vorgeschlagen bekommen hat. Deswegen es jetzt auch nichts mit Urlaub ist, sondern erneut tief in die Dulli-Zone geht. Der Welt der komplett losten und leicht entbehrlichen. Ach so, wer jetzt fragt, was der Zeitgeist damit zu tun haben könnte. Naja, der Kuhlengräber möchte nicht komplett ausschließen, dass das Ganze auch Zufall ist. Das muss Zufall sein. Wir leben ja momentan in einer ziemlich seltsamen Zeitlinie. Nichtsdestotrotz, egal ob zufällig oder hinterhältiges Attentat auf die geistige Gesundheit eures ehrenamtlichen Gedankenschleifverbuddlers, wenn Frank Engelmeier, also known as Frank Stoner, ein Video zum Thema Skinheads in den Äther scheißt. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Stoner, Frank und Frei. Und heute haben wir eine spannende Folge am Start. Wir schauen heute auf britische Subkultur. Und im Besonderen geht es heute um die Geschichte der Skinheads. Nimmt der Kuhlengräber das auf jeden Fall persönlich. You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Meditieren hat auch nicht geholfen. Gleichbedeutend mit sich hier auf dem Friedhof in der Schlange vordrängeln. Frank, warte doch, bis du dran bist, Frank. Zu dir wäre ich noch früh genug gekommen, Frank. Ohne dass du hier und bitte besonders feste gerufen hättest, Frank. Das sage ich dir völlig frank und frei, Frank. Wie dem auch sei, ziehen wir uns heute zum Frühstück den in Alufolie gewickelten Bullshit von Frank Stoner rein. Ein DJ und Lebenskünstler aus München, der sich für gewöhnlich als eine Art moderner Indiana Jones mit Dreadlocks im Tempel des verschwörungstheoretischen Hirntodes inszeniert und unter anderem auf den Faden der flachen Hohlerde und das Gaia-Mythos wandelt, wo Bergmassive zu gefällten Riesenbäumen werden und Nazi-UFOs rationale Menschen auf die Glocke gehen. Damit beschäftigt man sich gar nicht mehr, weil das eben diese Connections hat zu Rassismus und Übermenschen und so weiter. Aber hey, eigentlich so von den Themen her, ist es, wenn man das mal da ausklammern, das ist halt hochspannend. Das ist wieder, wie ich gesagt habe, das ist somit eine der letzten 19. Jahrhundert Ideen, wie unser Universum entstanden sein könnte. Und das erscheint uns heute grotesk, aber wie gesagt, das waren auch da wieder, wie vor der Halley und so weiter. Das war in der damaligen Zeit nicht völlig unvernünftig. Ja? Diese Hörbäcker, das waren keine Spinner, keine Freaks. Oder so. Ja, vor allem, wenn die Amerikaner vielleicht so dieses Hohlerden-Narrativ hatten, dann war das deutsche Pendant das die Welteislehre. Also wen es dann so an die Antarktis geführt hat, das waren auch Vertreter von alternativen Weltmodellen. Ja, genau, das ist der Punkt. Richtig. Und das finde ich interessant. Und das nächste ist diese Geschichte. Ja. Wen wir jetzt hier sehen, ist ein britischer Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert. Das ist Edward Bulwer-Lytton.
Und der hat eine sehr bekannte Romane geschrieben. Einer ist, glaube ich, Der Untergang Pompejis, auch mehrfach verfilmt. Der übrigens auch so ein bisschen okkulte Bezüge hat. Wobei der Frank eher der Typ fragender Schwurbler ist und sich nicht komplett einer Theorie committen möchte. Frank Stoner, der Märchenonkel, wie er immer wieder liebevoll in den Kommentaren bei YouTube genannt wird. Und tatsächlich ist dies als Auszeichnung zu verstehen, denn es versteht kaum einer so gut wie Frank Stoner, aus verschiedenen komplexen Themen ein Big Picture zu zeichnen und es dem Zuschauer auf so verständliche Weise näher zu bringen, wie Frank es tut. Dabei gibt es scheinbar kaum ein noch so abgefahrenes Thema oder Hard Stuff, bei dem Frank nicht mit Fakten und Wissen glänzen kann. Aus der Beschreibung auf der Nuoviso-Webseite, die ist da ja im Subtext relativ ehrlich. Stoner ist außerdem stolz auf seine intensive Reisetätigkeit, die ihn einst bis nach Indien führte, wo er vermutlich seinen Verstand für einen Sack Gras und eine Handvoll Zauberpilze eintauschte. Der labernde Lebenskünstler ist seitdem ein Mann, der mit Leichtigkeit zwischen den Welten von Nuoviso, Kulturstudio und Radioenergy.de wandelt, also von einem Dulli-Zwischenlager zum nächsten. Wer den Meister vorher vielleicht nicht kannte, versteht deshalb wahrscheinlich nun, warum der Kohlengräber da eher drauf verzichten kann, wenn der Frank seine Aluhut-Version der Skinhead-Historie erzählt. Wobei eine gewisse morbide Kuriosität auch vorhanden ist. Da ist ja vieles möglich. Mal schauen. Vielleicht erfahren wir, dass Skinheads eigentlich vom Planeten Aldebaran kommen und nach Ende des Zweiten Weltkrieges von Admiral Dönitz an Roberto Blanco verschenkt und mit Hilfe von Dr. Mertens nach England eingeschleust wurden, um dort eine Hosenträgerknappheit auszulösen. Who knows? Let's find out. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Stoner, Frank und Frei. Und heute haben wir eine spannende Folge am Start. Wir schauen heute auf britische Subkultur. Und im Besonderen geht es heute um die Geschichte der Skinheads. Und ich schätze mal, die meisten von euch, wenn man Skinhead hört, hat man gleich ein Bild im Kopf von einem rechtsextremen Neonazi-Schläger, Rabauken und so weiter. Aber tatsächlich ist es eine spannende Geschichte, wo viel mehr dran ist. Ja, die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nee, hatte aber schon recht, der Frank. Die öffentliche Wahrnehmung von Skinheads ist hierzulande schon relativ einseitig. Obwohl es heutzutage nicht mehr so sehr synonym für Nazis ist, sondern vielmehr als das Outfit gilt, wie Nazis früher rumgelaufen sind. Und zu diesem Thema Skinhead habe ich mir heute auch einen Gast eingeladen. Und herzlich willkommen hier in den Stoner Studios. Aaron, Grüße. Ja, ist mir eine Ehre. Freut mich auch mal hier in der Sendung von dir zu sein. Und hab die Einladung dankend angenommen. Das freut mich wirklich extrem. Und ja, wir sprechen über ein interessantes Thema, über die Skinhead-Kultur heute. Auch extra in Schale geworfen, die Skinhead-Kultur kann man ja erstmal beschreiben als eine Subkultur. Ne? Und das ist einfach ein interessantes Thema, sich überhaupt mal mit Subkulturen zu beschäftigen. Ich hatte in meinem Bachelorstudium, das hieß Kultur und Medienbildung, hieß mein Bachelor. Und da hat man sich auch viel mit so Fragen beschäftigt, was ist eigentlich eine Subkultur, könnte man ja erstmal in den Raum stellen. Und da kommt man relativ schnell darauf. Es gibt erstmal gar nicht so viele Synonyme. Man könnte vielleicht noch Jugendkultur sagen oder Szene. Dass es da immer sehr viel um Identitätsstiftung geht. Sich selbst finden und dabei auch immer um eine Form von In-Group und Out-Group-Verständnis. Also wir definieren uns so und so mit gewissen Codes, zum Beispiel über Kleidung, zum Beispiel über eine gewisse Art, sich zu unterhalten, Sprache, vielleicht auch ein Auftreten, eine Aggressivität und dergleichen. Und genau weil wir so sind, sind wir nicht so wie ihr und wir wollen auch nicht so sein wie der Mainstream. Deswegen sind wir nicht die große, die ganze Kultur, wie wir alle uns fortbewegen, wohnen und Auto fahren, sondern wir sind eine Subkultur. Nö, Skinheads schweben auf luftgepolsterten Sohlen über den Asphalt. Davon ist die Skinhead-Kultur natürlich eine. Wir sind da so ungefähr in Großbritannien in den 60er, 70er Jahren, wenn wir das anschauen, generell interessante Zeit. Und da gibt es natürlich auch nicht nur die Skinhead-Kultur, sondern da gibt es ganz viel, was in Bewegung ist und was in der Zeit so hochkommt. Und interessant ist auch, sich überhaupt mal die Situation anzuschauen, denn wir sind in Großbritannien, wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Großbritannien hat gerade seine Hegemonialstellung verloren als Großmacht. Und ich glaube, spätestens 1948 mit der vollständigen Unabhängigkeit Indiens ist Großbritannien auch keine Kolonialmacht mehr. Das zerfällt dann in diese heutige Vorstellung von Commonwealth-Staaten. Und diese koloniale Vergangenheit Großbritanniens spielt aber eine Rolle in der Betrachtung dieser Zeit, jetzt 60er, 70er Jahre Großbritannien.
Hast du gut in der Uni aufgepasst? Da gibt's ein extra Pünktchen für. Ebenso wie auch die ganze Prägung des Landes durch diese industrielle Revolution. Es gibt eine Working Class und es gibt eine Upper Class. Das wird uns alles beschäftigen, wenn wir da mal reingehen in diese Zeit. Es gab und gibt aber auch immer noch eine Middle Class. Auch auf der Insel mit dem schlechten Wetter. Und die Vertreter der mittleren Klassen mochten die Skins der ersten Stunde auch nicht wirklich. Und auch die späteren Inkarnationen. Ja, super interessant. Man hört schon, dass du dich also auch schon in deinen Studienzeiten mit dem Thema Subkulturen beschäftigt. War echt prima Definition auch, was eine Subkultur eigentlich ausmacht. Vom Kuhlengräber gibt es auf jeden Fall Punktabzug fürs Vergessen der mittleren Klasse. Und tatsächlich finde ich interessant, wir starten ja gerne so ein bisschen mit der Geschichte, und dass du gleich diesen großen Blick drauf nimmst. Diese Subkulturen, England hat eine ganz besondere gesellschaftliche Aufteilung irgendwie. Es gibt natürlich auch in Deutschland oder Kontinentaleuropa ein Proletariat, auf jeden Fall im 19. Jahrhundert nach der Industrialisierung. Aber ich glaube, nirgendwo sind diese Unterschiede so ausgeprägt wie in England. Also, dass eine Arbeiterklasse, in Deutschland spricht man schon seit Jahrzehnten nicht mehr von einer Arbeiterklasse. Bei uns in der Schule gab es auch keine Arbeiterklasse. Aber in England ist es so ausgeprägt, diese Unterschiede, wo du reingeboren bist. Bist du Working Class? Bist du Upper Class? Bist du gar Royal? Middle Class nicht vergessen. Das ist, zeichnet sich auch aus durch unterschiedliche Akzente, auch in der Sprache. Kannst du es sofort hören, den Cockney-Akzent oder sowas. Und das ist in England einfach viel, viel ausgeprägter, als es in Kontinentaleuropa ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine der Voraussetzungen, dass es überhaupt diese Subkulturen gibt. Und wir konzentrieren uns heute auf die Skinhead-Kultur. Und die hat halt eben viel zu tun mit Arbeiterklasse. Es sind halt in erster Linie sind's Arbeiterkinder. Es ist eine Subkultur, die aus der Arbeiterklasse von unten heraus entsteht. Ja. Und du hast es auch schon beschrieben, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich natürlich generell viel verändert. Vorher war England vielleicht das mächtigste Land der Welt mit den Reichtümern aus Indien. Mhm. Und plötzlich war man wieder ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen. Und das ist sozusagen so der Hintergrund, wo diese ganze Story losgeht. Aber sag mal, was wir Skinhead-Kultur nehmen, das hat seinen Anfang in den 60er Jahren. An der Passage hat der Kuhlengräber nichts auszusetzen. Auch würdest du nur alle deine Themen so angehen? Ich würde, weil du auch gerade die Arbeiterklasse noch mal angesprochen hast, mal beschreiben, wie viele Leute sozialisiert wurden und weshalb es dieses Klassenbewusstsein gibt. Wir hatten zum Beispiel, ich habe ja auch dieses Buch mitgebracht, Skinhead von Richard Allen. Da wird der Protagonist eben auch so beschrieben. Das ist ein sehr einflussreiches Buch, was dieses Thema angeht. Ist nicht faktisch falsch, dass das Buch nicht unbedeutend ist? Würde ich aber nicht mit anfangen. Das Buch ist aus den 70ern. Skinheads gibt es seit den 60ern. Das ist schon ein ziemlich großer Zeitsprung. Als das Buch herauskam, hatte sich die erste Generation Skinheads bereits wieder die Haare lang wachsen lassen. When the media articles did first come out, me included and some other people thought, oh wow, we're getting a bit of recognition. And then those kids, the same ones who were right up the front, they started growing their hair long. And first of all, it was just the hair, and then it was the clothes. And by the end of 1970, dare I say it, flares. Aus dem Jahr 1970, da kommen ganz viele Protagonisten eben aus diesen Docks, sie sind Dockarbeiter, sie arbeiten am Hafen. Dementsprechend sind sie natürlich, da hatten wir es gerade von, ganz klar Working Class, Proletariat würde man heute sagen. Ich gebe dir auch recht, das könnte man vielleicht in Deutschland, weil man es eben nicht vergleichen kann, am ehesten noch vergleichen mit den Kohlearbeitern, mit den Minenarbeitern im Pott. Wo man dann auch natürlich SPD gewählt hat. Man hat sich als Sozialist sogar zum Teil verstanden. Und in diese Zeit fallen dann eben die ersten Konflikte. Es gibt diese Kriegsgeneration, die Elterngeneration, die vielleicht auch nicht großartig liebevoll mit den Kindern umgeht. Das Elternhaus ist vielleicht ein Problem für viele Jugendliche in der Zeit. Da hat aber einer einen Sozialarbeiter gefrühstückt. Da lassen wir mal lieber schneller laufen, bis es wieder interessant wird. Und es entsteht eine Form von Perspektivlosigkeit oder von Vakuum. Viele lassen das dann natürlich raus in zum Beispiel Drogenexzessen.
Menschen in Gewalt, aber vor allem eben auch in der Suche nach einer Identität. Da sind wir wieder beim Thema Subkultur. Irgendwas, was uns alle miteinander verbindet, was uns uniformiert. Und schwupps, da sind wir natürlich beim Thema Kleidung, Marken. Und auch hier in diesem Klassiker, kann man sagen, von Richard Allen, dieser Schriftzug hier, Skinhead, das ist ja quasi dieser Lonsdale-Schriftzug. Das ist dem nachempfunden, jetzt einfach mal vom Layout her. Ja, aber die Originalausgabe hatte ein anderes Layout. Und die Popularität von Lonsdale in der Szene war auch eher so ein Ding von Anfang der 80er bis Ende der 90er. Davor war eigentlich eher Feinstrick angesagt, Cardigans und Button-Down-Shirt von Ben Sherman oder Brutus. Ungefähr wie auf dem Cover von dem Nachdruck, den ihr da einblendet. Das ist natürlich wichtig, weil das ja zum Teil dann auch wieder widersprüchlich ist, dass sich diese Working Class trotzdem über Konsumismus und über diese Marken und Oberflächlichkeiten dann irgendwo auch wieder findet. Also da kommt auf jeden Fall viel zusammen. Ja, das ist ja auch ein bisschen das Erbe der Mods, aus denen die Skins entstanden sind. Das ist ja gerade auch in England bei diesen Subkulturen immens wichtig. Es hat auch mal viel zu tun mit Mode, mit einer gewissen Musik, einer gewissen Mode, selbst gewisse Clubs, in die du gehst und eben welche, in die du nicht gehst. Selbst jede Subkultur hat ihre eigenen Tänze oder sowas. Das sind alles sozusagen Attribute, wo man sich erkennt, ey, das ist meine Herde, das sind meine Leute. Und das ist in England deswegen auch so unglaublich ausgeprägt. Und ich meine, du hast jetzt schon darauf hingewiesen, auf die Marke Lonsdale. Mhm. Du selber sitzt ja hier auch stilecht und hast auch eine Lonsdale-Jacke an. Richtig stilecht wäre eine Barracuda Harrington. Das ist eine Harrington-ähnliche Jacke mit Lonsdale-Aufdruck. Und Lonsdale hat so seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht mehr so das beste Standing in der Szene, weil das eine der bevorzugten Marken von Gabaglatzen war. Was kriegt ihr denn so blöd? Ich hasse euch wie die Pest. Ihr kleinen Faschenspießer, gebt mir echt den Rest. Jetzt hätte eine Spinner auch noch den rechten Arm. Heute ist null Toleranz, Kavala! Kurzgeschorene Haare, Pitbull Deutschland an. Bin wirklich schwer beeindruckt, an euch kommt keiner ran. Gabba, gabba, hey! Jetzt ganz genau. Viele Leute bei uns würden ja dann, wenn du mit so einer Jacke in der Öffentlichkeit rumrennst, kann schon Leute geben, die sagen, wow, Lonsdale und dann auch noch deine Kurzhaarfrisur. Du bist ein Skinhead, du bist ein Rechter. So dieser Verdacht ist ja ganz oft da. Aber ist Lonsdale oder auch andere typische Skinhead-Marken, Doc Martens Stiefel und so, sind das rechte Marken? Wow, ich fühle mich wie in einer Zeitmaschine. Ist das nicht eine Diskussion aus den 90ern? Obwohl viele von Frankies Zuschauern waren damals wahrscheinlich zu alt, um die Bravo zu lesen. Das ist ja wahrscheinlich ein ähnliches Publikum, so von der Altersstruktur her, wie bei Fox News in den USA oder beim ZDF-Fernsehgarten. Ja, das ist so interessant, weil du vorhin auch darüber gesprochen hast, in Großbritannien hast du neben dieser großen Unterscheidung Working Class und Upper Class, wo sich das sogar in der Sprache zeigt. Also ich glaube, es ist in Deutschland nicht ansatzweise so krass, dass man so diese Unterschiede zwischen Bildungssprache und dem einfachen Bürger hört. Ey Kollege, das hast du schön gesagt. Auch wenn es nicht stimmt. Was für Worte. Auch wenn du nicht schlau und sein Sohn bist. Vielleicht bei uns eher die Regionen, ne? So, es gibt Bayerisch, stimmt, und Sächsisch und Schwäbisch oder so. Ne? Genau, und dieses Thema dieser zwei Schichten erlebt man ja zum Beispiel auch im Sport und an der Kleidung. Also es gibt Leute, die spielen Golf oder die spielen Polo, um es jetzt mal extrem zu übertreiben, und machen Reitsport. Und die anderen gehen ins Fußballstadion oder gehen boxen. Und Lonsdale ist eine klassische Boxermarke. Es ist einfach nur so ein Outfitter, so eine Hersteller, der dann aber eben, weil sich viele über das Boxen und über das, da sind wir auch wieder beim Frustablassen, ja, Fußballstadion, Skinhead- und Hooligan-Kultur kommt da zusammen, also irgendwie nach dem Kick suchen und irgendwo den Frust ablassen, dann wird natürlich irgendwann so eine Marke dieser Sporthersteller auch so hochstilisiert und steht dann irgendwann für mehr als nur das Boxen, sondern so ein ganzes Lebensgefühl. Und dann hat Lonsdale, wenn man so will, das Problem gehabt, dass diese Skinhead-Kultur, und das ist ein sehr komplexes Thema, weil es da gar nicht so eine einfache Ursache für gibt oder so eine einfache Erklärung für, die Skinhead-Kultur spaltet sich auch irgendwann auf. An dem Teil gibt es hier nichts zu meckern, außer vielleicht, dass hier bei einem ziemlich komplexen Thema nicht gerade chronologisch vorgegangen wird.
von dieser rebellischen Kultur, die erstmal nur so ein bisschen anti ist und anti alles und auch sich viel über Musik definiert. Die frühen Skins waren nicht anti alles. Die haben sich gerne schick angezogen und Reggae gehört. Gibt's da irgendwie auch dieses Kapern durch Rechte? Und dieses Image hat Lonsdale bis heute und hat es nie ganz verloren. Wobei es so widersprüchlich ist, dass es auch heute Linke gibt, die Lonsdale tragen, wahrscheinlich inzwischen sogar mehr als Rechte Lonsdale tragen. Also das ist total paradox geworden. Richtig. Ich glaube auch, man kann das nicht sagen, dass eine Marke jetzt irgendwie politisch geframed ist oder gelabelt ist. Bei Lonsdale stimmt das. Aber bei Nazi-Marken wie Constable oder Ansgar Ariel oder Thor Steiner nicht. Gibt wieder einen Punktabzug. Was natürlich bei Lonsdale dann auch auffällt, bestimmt habt ihr das vielleicht auch schon mal gesehen, dass es rechte Leute gibt, die dann hier die Jacke offen tragen, drunter ein Hoodie oder ein Shirt haben. Und genau die mittleren Buchstaben von Lonsdale sind halt dann NSDA. Und das ist ja dann so das Kürzel von der NS-Partei. Und ich glaube, manche spielen damit auch gerne, aber ich meine, die Marke ist einfach älter. Das ist ganz schön veraltet, was du da sagst. Für die Spinner gibt es inzwischen Constable von Nazis für Nazis. Und mit B, wenn man die Jacke so komisch offen lässt. Und nur wenn Leute jetzt glauben, Lonsdale wäre eine rechte Marke, dann möchte ich einfach mal dieses Bild hier reinschmeißen. Das ist Muhammad Ali. Ja, das ist einer der bekanntesten, größten Sportler überhaupt, eine absolute Legende. Und als schwarzer Athlet auch wirklich eine Symbolfigur für die ganze Bürgerrechtsbewegung in Amerika, 60er, 70er Jahre. Der war nicht nur Boxer, sondern der war eben eine Galionsfigur eigentlich für die ganze schwarze Bürgerrechtsbewegung. Und ich meine, Muhammad Ali war über viele Jahre mit Lonsdale eng verbunden. Und auch das ist Lonsdale. Eine weitere typische Marke, wo wir schon dabei sind, sind die Doc Martens-Stiefel. Mhm. Auch da so die Frage, wer Doc Martens anhat, ich meine, das ist noch offensichtlicher, wer Doc Martens anhat, ist kein Rechter, oder? Das ist heute, genau. Heute sieht man das auch niemand mehr so. Oder? Genauso wie bei Lonsdale. Genau, und sie haben aber dieses klassische Klischee von dem Springerstiefel. Skinheads tragen keine Springerstiefel. Oder von diesem schwarzen Boot eben geprägt. Schon besser, geht doch. Und wenn man durch die Tageszeitungen schaut, man sieht heute noch, wenn es um das Thema Skinheads geht oder um Neonazis, dass Zeitungen so aufmachen mit so einem Stockfoto von so einem überzeichnet klischeehaften Neonazi, der dann wirklich Bomberjacke trägt, am besten noch einen Baseballschläger in der Hand hat und diese Springerstiefel anhat und so eine Armyhose. Und das ist einfach vollkommen überholt. Diese Doc Martens sind heute klar Erkennungszeichen eher der linken Szene. Einigen wir uns darauf, dass sie politisch nicht gebunden sind. Selbst mit weißen Schnürsenkeln nicht. Und auch diese, wir waren bei den Dockarbeitern, diese Dockers-Schuhe sehen eigentlich auch so ein bisschen aus wie so schwarze, breite, feste Stiefel sind. Ist eigentlich Arbeiterkleidung. Ist einfach nur, wenn man so will, ein Sicherheitsschuh. Genau so ist es. Man spricht auch oft von Dockers. Und tatsächlich, es hat irgendwie dann zwei Bedeutungen. Zum einen eben die Dockarbeiter, denn das ist genau, wo eigentlich die Skinhead-Kultur ihre Wurzeln hat. In London bei den Dockarbeitern. Dort ist es entstanden und von dort ist es dann, hat sich das auch ausgebreitet dann über ganz England. Aber es kommt von den Dockarbeitern. Fast richtig. Die Kinder der Dockarbeiter übernahmen die Stiefel als Stilmittel. Die erste Generation von Skinheads waren recht junge Kids. Die sind größtenteils noch zur Schule gegangen und haben nicht gearbeitet. Das sind zum einen eben die Stiefel, die du als Arbeiter angehabt hast. Aber dann natürlich auch dieses Doc Martens, die Marke, die es gibt, die übrigens, by the way, das wissen viele gar nicht, eigentlich aus Deutschland kommt. Tatsächlich der Erfinder von diesen Stiefeln, und das Besondere daran ist ja diese Airwave-Sohle, das ist das Innovative daran. Der Erfinder war ein Deutscher, der hieß eigentlich Doc Martens mit Ä, aber das können natürlich die Engländer nicht aussprechen. Und der hat die für sich selber erfunden, weil der irgendwie Probleme hatte mit seinen Füßen, wenn es nicht sogar irgendwie Kriegsversehrtheit war oder sowas. Und da hat er dann diese weiche Sohle erfunden. So. Schwere Stiefel, weiche Sohle, diese Verbindung, das ist Doc Martens. Und heute ist es wie so eine englische Ikone, aber tatsächlich noch nach dem Krieg wurden diese Stiefel zuerst in Seeshaupt bei München, wurden die, glaube ich, sogar produziert. Doc Martens. Und da gibt es natürlich die schwarzen Boots, aber es gibt auch von Anfang an schon in den 50ern diese Cherry Red, diese typisch roten Stiefel. Und aus meiner Sicht ist es so, für Skinheads ist es wichtig, das sind diese Attribute, die du halt hast,
Aber es ist schon lange nicht mehr so, dass wir diese Marken irgendwie labeln können politisch. Und ich halte es auch für gefährlich in der heutigen Zeit, weil da kommen ganz schnell Missverständnisse auf. Wenn du schon Probleme bekommen kannst, weil du die falsche Marke anhast, obwohl du vielleicht gar nicht weißt, was das in dem anderen auslöst, da sollten wir alle mal ein bisschen den Ball flach halten. Am Ende sind es nur Klamotten. Und es gibt natürlich diesen Kodex, diesen Dresscode auch. Aber wie wir es auch hier in diesem Gespräch jetzt immer mehr sehen werden, es gibt eben nicht nur diese eine Skinhead-Kultur, sondern das ist vielschichtig. Und überhaupt Subkulturen, die verschneiden sich übereinander. So einfach ist es nicht, irgendwie, so wie wir das gerne hätten. Ich sehe mir an, ach, der hat die Klamotte, dann ist der so. Da gibt's wieder einen Punkt für, mach's nicht wieder sofort kaputt. Jeder ist halt ein Mensch, alles ein Individualisten oder irgendwo. Punktabzug und ein Euro ins Phrasenschwein dafür. Und was auch echt interessant ist, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Stereotyp dieses stresssuchenden Agro-Boys, der auch irgendwie sich so über so ein Markenbewusstsein identifiziert, dass dieser Stereotyp, wenn man da irgendwo anfangen will zu suchen, wo das zum ersten Mal auftaucht, vielleicht sogar in Anthony Burgess, Clockwork Orange zum ersten Mal beschrieben wird. Kann man so sagen. Ein Buch, was dann später von Stanley Kubrick verfilmt wird. Und da hast du eigentlich, ohne dass das damals schon als Skinhead-Kultur bezeichnet wurde, aber wenn man sich den Film anschaut, dann denkt man eigentlich, das waren wie so Punks. Das sagt mehr darüber aus, wie viel Ahnung du von Punks hast, als über den Film, um es mal höflich auszudrücken. Auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab oder die Strömung. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, das Buch ist, glaube ich, von 1962. Und ja, das sind so randalierende Teenager, die sich auch in solchen Exzessen hingeben. Dieses ganze Thema so No Future, sich selbst zerstören, so einen destruktiven Lifestyle haben, das hat man dann in fast allen Subkulturen dieser 60er, 70er Jahre ja irgendwie als Thema. So, für heute reicht's. Haut mal auf den Abo-Button, dann verpasst ihr auch nicht den zweiten Teil vom Stoner Stomp. Erstmal gibt's aber coolen Gräber-Content. Und danach die Lowlights des Jahres 2023. Seltsam. Aber so wurde es gerendert.